Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel gewinnt das Thema Nachhaltigkeit auch an den Aktienmärkten und in Unternehmen zunehmend an Einfluss. Dabei stehen die sogenannten ESG-Kriterien im Mittelpunkt, zu Deutsch Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Diese Kriterien sollen Unternehmen berücksichtigen und sie stoßen inzwischen auch bei Aktionärinnen und Aktionären auf immer mehr Interesse. Mein Kollege Stefan Wolf aus unserer Börsenredaktion hat mit der Chefin des Deutschen Aktieninstituts Christine Bortenlänger darüber gesprochen, was das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Kriterien für die Unternehmen bedeuten. ESG ist gesellschaftlich ein großes Thema. E für Umwelt, S für Soziales und G für gute Unternehmensführung. Es ist sowohl so, dass die Gesellschaft erwartet, dass die Unternehmen sich diesen Nachhaltigkeitsthemen anschließen, aber es gibt auch viel Regulierung zu den Themen. Man möchte nämlich auch die Wirtschaft darauf ausrichten, dass sie mit ihrer Tätigkeit dazu beiträgt, dass wir langfristig bei Schonung unserer Ressourcen, aber auch in Frieden gemeinsam leben können. Sind denn diese Kriterien und diese Forderungen inzwischen bei den Unternehmen angekommen? Sind sie von ihnen vereinnahmt worden? Werden die gelebt? Ja, die werden gelebt. Wir haben kürzlich erst eine Studie dazu gemacht, wo wir eine große Anzahl von Antworten bekommen haben, dass die Unternehmen Nachhaltigkeit in der breiten Facette von E, S und G in ihre Unternehmensstrategie integrieren und sich auch sehr langfristig darauf ausrichten. Wie kann man sich denn als Anlegerin und Anleger darüber informieren, wie Unternehmen wirtschaften, wie nachhaltig sie wirklich sind? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich die verschiedenen Berichte anschauen, die Unternehmen veröffentlichen, zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichte. Aber auch in den Geschäftsberichten wird darüber reported, wie sich Unternehmen auf diese ESG-Ziele ausrichten. Und es gibt verschiedene Indizes, wo nachhaltige Fonds oder nachhaltige Unternehmensanleihen praktisch geratet werden. Also es gibt sehr, sehr viel Öffentliches über diese Nachhaltigkeitsbestrebungen. Umwelt ist ja quasi in aller Munde, auch wie man nachhaltig wirtschaftet und die Umwelt nach Möglichkeit schont. Welche Rolle spielen denn die sozialen Kriterien und welche sind das, denen Sie jetzt besondere Bedeutung beimessen würden? Also ich persönlich möchte jetzt hier meine Meinung nicht kundtun, aber es gibt zum Beispiel die 17 Nachhaltigkeitsziele von der UN, wo auch soziale Kriterien mit aufgelistet werden, wie zum Beispiel eine hochwertige Bildung oder Gleichstellung von Mann und Frau. Und aus diesen 17 Zielen, die eben ganz unterschiedlich betreffen, auch Umweltthemen, aber eben auch diese sozialen Fragen, wie zum Beispiel auch, dass die Ernährung sichergestellt ist, aus diesen Kriterien suchen sich Unternehmen häufig ganz gezielt ein paar aus und richten sich im Rahmen ihrer Strategie oder ihrer Nachhaltigkeitsstrategie darauf aus. Auch gleichwertige Bezahlung von Frauen und Männern kommt damit vor. Ist aber sicherlich auch eine Frage des Geschäftsmodells und aus welcher Branche das Unternehmen kommt, je nachdem, welche Pflöcke dann eingeschlagen werden, oder? Richtig, genau. Für die Unternehmen sind jeweils ganz unterschiedliche Ziele passend zu ihrer Strategie. Es geht ja insgesamt darum, das Unternehmen nachhaltig auszurichten, um auch Arbeitsplätze zu erhalten. Und je nachdem, wo ich tätig bin, welche Produkte ich habe, kann ich mich stärker auf das eine oder andere ausrichten. Wobei von diesen 17 Zielen wird sich wahrscheinlich insgesamt kein Unternehmen auch nur gegen irgendeines dieser Ziele stellen. Aber es werden eben unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Der dritte Punkt, die gute Unternehmensführung, interessiert mich auch noch mal. Denn dass ein Unternehmen gut geführt wird, das sollte sich ja eigentlich von selbst verstehen. Welche Kriterien liegen denn da zugrunde, die besonders in diesen Nachhaltigkeitskontext passen? Ja, ich würde es vielleicht einmal so erklären, E für Umwelt, da kann man ganz konkrete bestimmte Ziele, wie zum Beispiel die Reduzierung des eigenen CO2-Ausstoßes oder Kreislaufwirtschaft, Recycling, solche Dinge als Ziel nehmen. Auch bei S, Förderung von Frauen, gleichwertige Bildung und all diese Dinge. G ist im Grunde genommen ein Instrument, also gute Unternehmensführung ist so etwas wie eine Versicherung. Wenn ein Unternehmen gut geführt wird, wenn es gute Aufsichtsräte gibt, Vorstände,
die entsprechend überwacht werden. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren, haben sich sozusagen gute Übungen herausgebildet. Es kennt ja jeder, wenn man selbst etwas einführt, dann schafft man es meistens nicht gerne wieder ab. Deshalb ist zum Beispiel diese zweijährige Abkühlung für ehemalige Vorstände eingeführt worden, dass sie nicht sofort in den Aufsichtsrat wechseln können. So etwas muss man sich darunter vorstellen. Also Regeln guter Unternehmensführung als Versicherung für langfristig nachhaltiges Wirtschaften. Und das alles soll dazu beitragen, dass die Unternehmen eben nicht nur den schnellen Gewinn machen, sondern eben langfristig erfolgreich sind. Vielen Dank, Dr. Christine Bortenlänger, Vorständin des Deutschen Aktieninstituts zum Thema ESG, Nachhaltigkeit in den Unternehmen. Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Karwoche.